Es ist nicht möglich, einen dauerhaften Kompromiss zwischen Technologie und Freiheit einzugehen, da Technologie die weitaus mächtigere gesellschaftliche Kraft ist und durch wiederholte Kompromisse ständig in die Freiheit eingreift. Stellen Sie sich den Fall zweier Nachbarn vor, von denen jeder zu Beginn die gleiche Menge Land besitzt, von denen jedoch einer mächtiger ist als der andere. Der Mächtige verlangt ein Stück vom Land des anderen, der Schwache weigert sich. Der Mächtige sagt, okay, lasst uns Kompromisse eingehen, gib mir die Hälfte von dem, was ich verlangt habe. Dem Schwachen bleibt nichts anderes übrig, als nachzugeben. Einige Zeit später verlangt der mächtige Nachbar ein weiteres Stück Land. Erneut kommt es zu einem Kompromiss und so weiter. Indem er dem schwächeren Mann eine lange Reihe von Kompromissen aufzwingt, erhält der Mächtige schließlich das gesamte Land. So geht es im Konflikt zwischen Technik und Freiheit. Nun lassen Sie uns erklären, warum Technologie eine stärkere gesellschaftliche Kraft ist als das Streben nach Freiheit. Ein technologischer Fortschritt, der die Freiheit scheinbar nicht bedroht, stellt sich später oft als sehr ernsthafte Bedrohung heraus. Denken Sie zum Beispiel an den motorisierten Verkehr. Ein zu Fuß gehender Mensch konnte früher gehen, wohin er wollte, in seinem eigenen Tempo gehen, ohne jegliche Verkehrsregeln zu beachten und war unabhängig von technischen Unterstützungssystemen. Als Kraftfahrzeuge eingeführt wurden, schienen sie die Freiheit des Menschen zu vergrößern. Sie nahmen dem Fußgänger keine Freiheit. Niemand musste ein Auto haben, wenn er kein Auto wollte. Und jeder, der sich für den Kauf eines Autos entschied, konnte viel schneller und weiter reisen als ein Mann, der zu Fuß unterwegs war. Doch die Einführung des motorisierten Transportwesens veränderte die Gesellschaft bald so, dass die Bewegungsfreiheit des Menschen stark eingeschränkt wurde. Mit der steigenden Anzahl der Automobile musste ihr Gebrauch umfassend geregelt werden. Im Auto kann man, insbesondere in dicht besiedelten Gebieten, nicht einfach in seinem eigenen Tempo dorthin fahren, wo man möchte, sondern die Fortbewegung wird durch den Verkehrsfluss und verschiedene Verkehrsregeln bestimmt. Es gibt eine Menge Verpflichtungen. Führerscheinpflicht, Fahrprüfung, Erneuerung der Zulassung, Versicherung, Wartung aus Sicherheitsgründen und monatliche Zahlungen auf den Kaufpreis. Darüber hinaus ist die Nutzung motorisierter Verkehrsmittel nicht mehr freiwillig. Seit der Einführung des motorisierten Verkehrs hat sich die Struktur unserer Städte dahingehend verändert, dass die Mehrheit der Menschen nicht mehr in fußläufiger Entfernung zu ihrem Arbeitsplatz, Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten lebt und somit auf das Auto als Transportmittel angewiesen ist. Oder man muss auf öffentliche Transportmittel ausweichen und hat dann noch weniger Kontrolle über die eigene Bewegungsfreiheit als in einem Auto. Sogar die Freiheit des Fußgängers ist nun stark eingeschränkt. In der Stadt muss er ständig anhalten, um auf Ampeln zu warten, die hauptsächlich für den Autoverkehr geschaffen sind. Auf dem Land ist es aufgrund des Autoverkehrs gefährlich und unangenehm, auf der Fahrbahn zu wandern. Beachten Sie also den wichtigen Punkt, den wir gerade am Beispiel des motorisierten Transports veranschaulicht haben. Wenn eine neue Technologie als Option eingeführt wird, die ein Einzelner nach Belieben akzeptieren oder nicht akzeptieren kann, bleibt dies nicht unbedingt dauerhaft optional. In vielen Fällen verändert die neue Technologie die Gesellschaft auf eine Art und Weise, die die Menschen schließlich dazu zwingt, sie zu verwenden. Während der technische Fortschritt als Ganzes unseren Freiheitsraum immer weiter einschränkt, erscheint jede einzelne technische Entwicklung für sich betrachtet als wünschenswert. Elektrizität, Sanitärinstallationen, schnelle Fernkommunikation, wie könnte man gegen all diese Dinge oder gegen einen anderen der unzähligen technischen Fortschritte, die die moderne Gesellschaft geprägt haben, argumentieren? Es wäre beispielsweise absurd gewesen, der Einführung des Telefons Widerstand zu leisten. Es bietet viele Vorteile und keine Nachteile. Doch wie wir in den vorherigen Kapiteln erklärten, haben all diese technischen Fortschritte zusammengenommen eine Welt geschaffen, in der das Schicksal des Durchschnittsmenschen nicht mehr in seinen eigenen Händen oder in den Händen seiner Nachbarn und Freunde liegt, sondern in denen von Politikern, Firmenmanagern und entfernten anonymen Technikern und Bürokraten, auf die er als Einzelperson keinen Einfluss hat. Derselbe Prozess wird sich auch in Zukunft fortsetzen. Nehmen wir zum Beispiel die Gentechnik. Nur wenige Menschen werden der Einführung einer genetischen Technik zur Beseitigung von Erbkrankheiten widersprechen. Sie richtet offensichtlich keinen Schaden an und verhindert viel Leid.
Doch eine große Anzahl genetischer Verbesserungen zusammengenommen machen den Menschen zu einem technischen Produkt und nicht zu einer freien Schöpfung des Zufalls oder Gottes oder wessen auch immer, je nach ihrer religiösen Überzeugung. Ein weiterer Grund, warum Technologie eine so mächtige soziale Kraft ist, besteht darin, dass der technologische Fortschritt im Kontext einer bestimmten Gesellschaft nur in eine Richtung verläuft. Er kann niemals rückgängig gemacht werden. Ist eine technische Neuheit erst einmal eingeführt, werden die Menschen von ihr abhängig und können nicht mehr darauf verzichten, es sei denn, sie wird durch eine noch fortschrittlichere Innovation ersetzt. Doch nicht nur der Mensch wird als Individuum von einer neuen Technologie abhängig, sondern noch mehr. Das System als Ganzes wird davon abhängig. Man stelle sich vor, was mit dem System passieren würde, wenn beispielsweise Computer heute aus dem Verkehr gezogen würden. Daher kann sich das System nur in eine Richtung bewegen, nämlich in Richtung einer stärkeren Technologisierung. Die Technologie zwingt die Freiheit immer wieder dazu, einen Schritt zurückzuweichen. Aber die Technologie kann niemals einen Schritt zurücktreten, weil dies das gesamte technologische System vernichten würde. Technologie schreitet mit großer Geschwindigkeit voran und bedroht die Freiheit an vielen verschiedenen Stellen, gleichzeitig Überbevölkerung, Regeln und Vorschriften, zunehmende Abhängigkeit des nur einen einzelnen von großen Organisationen, Propaganda und andere psychologische Techniken, Gentechnik, Verletzung der Privatsphäre durch Überwachungsgeräte und Computer und so weiter. Auch einzige dieser Bedrohungen der Freiheit abzuwenden, würde einen langen und schwierigen sozialen Kampf erfordern. Wer die Freiheit schützen wollte, wird von der Vielzahl neuer Angriffe und der Schnelligkeit, mit der vonstattengehen, überwältigt, wird apathisch und leistet keinen Widerstand mehr. Jede einzelne Bedrohung getrennt bekämpfen zu wollen, wäre vergebens. Erfolg kann nur durch die Bekämpfung des technischen Systems als Ganzes erhofft werden. Aber das ist Revolution und keine Reform. Techniker, wir verwenden diesen Begriff im weitesten Sinne, um alle Personen zu beschreiben, die eine spezielle Aufgabe ausführen, die eine Schulung erfordert, neigen dazu, sich derart mit ihrer Arbeit zu identifizieren, dass sie sich im Falle eines Konflikts zwischen ihrer technischen Arbeit und der Freiheit fast immer für ihre technische Arbeit entscheiden würden. Dies ist im Fall von Wissenschaft Lern offensichtlich, aber es zeigt sich auch anderswo. Pädagogen, humanitäre Gruppen und Naturschutzorganisationen zögern nicht, Propaganda oder andere psychologische Techniken einzusetzen, um die von ihnen gelobten Ziele zu erreichen. Unternehmen und Regierungsbehörden zögern nicht, Informationen über Einzelpersonen zu sammeln, wenn sie es für nützlich halten, ohne Rücksicht auf deren Privatsphäre. Für Polizei und Sicherheitsdienste sind die in der Verfassung festgelegten Rechte der Verdächtigen und oft völlig unschuldiger Personen oft ein Störfaktor. Und sie tun alles, was ihnen gesetzlich oder manchmal auch illegal möglich ist, um diese Rechte einzuschränken oder zu umgehen. Die meisten dieser Pädagogen, Regierungsbeamten und Justizbeamten glauben an Freiheit, Privatsphäre und verfassungsmäßige Rechte. Wenn diese aber im Konflikt mit ihrer Arbeit stehen, setzen sie sich darüber hinweg. Es ist bekannt, dass Menschen im Allgemeinen besser und ausdauernder arbeiten, wenn sie eine Belohnung anstreben, als wenn sie versuchen, eine Bestrafung oder ein negatives Ergebnis zu vermeiden. Wissenschaftler und andere Techniker werden hauptsächlich durch die Belohnungen motiviert, die sie durch ihre Arbeit erhalten. Diejenigen jedoch, die sich gegen technologische Eingriffe in die Freiheit stellen, arbeiten daran, ein negatives Ergebnis zu vermeiden, und daher gibt es nur wenige, die beharrlich und gut an dieser entmutigenden Aufgabe arbeiten. Sollten die Reformatoren jemals einen entscheidenden Sieg erringen, der einer weiteren Erosion der Freiheit durch den technischen sich zu entspannen und ihre Aufmerksamkeit angenehmeren Dingen zuzuwenden. Die Wissenschaftler aber würden weiter fleißig in ihren Laboratorien arbeiten, und die Technologie würde sich gegen alle Widerstände ihren Weg bahnen, immer größere Kontrolle über jeden einzelnen Menschen erringen und sie mehr und mehr vom System abhängig machen. Keine gesellschaftlichen Regelungen, seien es Gesetze, Institutionen, Bräuche oder ethische Kodizes, können einen dauerhaften Schutz vor Technologie bieten. Die Geschichte zeigt, dass alle gesellschaftlichen Übereinkommen vergänglich sind. Sie alle verändern sich oder brechen irgendwann zusammen.
aber technologische Fortschritte sind im Kontext einer bestimmten Zivilisation dauerhaft. Nehmen wir zum Beispiel an, dass es möglich wäre, gesellschaftliche Vereinbarungen zu treffen, die verhindern, dass Gentechnik beim Menschen angewendet wird oder dass sie in einer Weise angewendet wird, die Freiheit und Würde gefährdet. Dann würde die Technologie schlicht warten. Früher oder später würde das soziale Arrangement zusammenbrechen. Angesichts der Geschwindigkeit des Wandels in unserer Gesellschaft wahrscheinlich früher. Dann würde die Gentechnik beginnen, in unsere Freiheitssphäre einzudringen, und diese Invasion wäre unumkehrbar, außer die technologische Gesellschaft selbst bräche zusammen. Jegliche Illusionen darüber, durch gesellschaftliche Regelungen etwas Dauerhaftes zu erreichen, sollten durch die aktuellen Entwicklungen in der Umweltgesetzgebung zerstört werden. Vor ein paar Jahren schien es, als gäbe es sichere gesetzliche Barrieren, die zumindest einige der schlimmsten Formen der Umweltzerstörung verhindern würden. Doch es braucht nur eine Veränderung der politischen Windrichtung und schon beginnen diese Grenzen zu zerfallen. Aus all den oben genannten Gründen ist Technologie eine stärkere gesellschaftliche Kraft als das Streben nach Freiheit, jedoch mit einer wichtigen Einschränkung. Es scheint, dass das industriell-technologische System in den nächsten Jahrzehnten starken Belastungen ausgesetzt sein wird, aufgrund wirtschaftlicher und ökologischer Probleme und insbesondere aufgrund menschlicher Verhaltensprobleme, Entfremdung, Rebellion, Feindseligkeit, verschiedene soziale und psychologische Schwierigkeiten. Wir hoffen, dass die Belastungen, denen das System voraussichtlich ausgesetzt sein wird, zu seinem Zusammenbruch führen oder es zumindest so weit schwächen, dass eine Revolution gegen es möglich wird. Wenn eine solche Revolution stattfindet und erfolgreich ist, dann wird sich in diesem bestimmten Moment das Streben nach Freiheit als mächtiger erwiesen haben als die Technologie. Im vorherigen Kapitel haben wir die Analogie eines schwachen Nachbarn verwendet, der von einem starken Nachbarn, der ihm sein ganzes Land wegnimmt, indem er ihm eine Reihe von Kompromissen aufzwingt, mittellos zurückgelassen wird. Aber nehmen wir nun an, dass der starke Nachbar krank wird, sodass er sich nicht mehr verteidigen kann. Der schwache Nachbar kann den starken Nachbarn nun zwingen, ihm sein Land zurückzugeben, oder er kann ihn töten. Wenn er den starken Mann überleben lässt und ihn nur zwingt, das Land zurückzugeben, ist er ein Narr, denn sobald der starke Mann genesen ist, wird er sich das ganze Land wieder einverleiben. Die einzig sinnvolle Alternative für den Schwächeren besteht darin, den Starken zu töten, solange er die Chance dazu hat. Ebenso müssen wir das industrielle System zerstören, solange es krank ist. Wenn wir mit ihm Kompromisse eingehen und zulassen, dass es sich von seiner Krankheit erholt, wird es letztendlich unsere gesamte Freiheit auslöschen.